Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Terraria Leveled Mod. Ja, wir haben letztes Mal den Speer gefunden und sind ein bisschen farmen gegangen. Jetzt legen wir mal diese Sachen hier in die Kiste. Oh, ich habe ein bisschen viel angelegt. Die Sterne nehmen wir raus. Aber wir waren noch ein bisschen im Dungeon, also der Anfang, da wurden ja getötet. So, schwache Haltung haben wir. Dann, wir nehmen wir noch Eisenbahn raus. Die Klipper. Ein paar Eichen. Dafür machen wir die Tagesblumen-Seeds rein. Jo. Und nehmen ein paar Erze raus. Die Bars, die Zinnbahn. So. Oh, 28 Schaden, richtig gut. Das war ein kritischer Treffer. So. Was sind wir für ein Level? Level 10. Ja, ich habe mal gedacht, wir farmen ein bisschen Steine und machen obendran noch eine Steinhütte und nebendran. Ich weiß es nicht jetzt. Ich überlege es mir noch. Das ist besser. Ja, obendran und dann machen wir unten dann mal den Stein. Sobald die NPCs oben dran sind. So. Ich hoffe, die Musik und der Sound ist nicht zu laut. Wir brauchen. Was brauchen wir am besten? Ein Lied. Schwert. Nö. Dann machen wir uns Lead Graves. Wir brauchen Defensive. Oh, da haben wir. Also, wir haben schon. Dann muss ich das nächste Mal wieder besser schauen. Helm. Dann halt das Holz. Ne, das ist sie. Chestplate. So, Metallfence, Iron Door, Mülleimer. Na, brauchen wir sonst nichts mehr. Ah, das ist ja gar nicht beim Guide. Die Hasenruhe. So, Fackeln haben wir genug. Wir könnten hier runtergraben und das Stein holen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke. So, schöner Baum. Ja, sehr gut. Ja, die Videoaufrufe wurden den letzten Tag stark nach oben gedreht. Danke dafür. Und auch die Likes gingen nach oben. Ich bedanke mich dafür. Natürlich weiter so machen, noch ein bisschen steigern. Ja, so kommt es gut und ja, ich habe endlich mal ein bisschen mehr verdient, oder?
so viele Videos hochgeladen. Aber ich will jetzt da nicht zu viel Eigensucht betreiben. Es kommt, wie es kommt. Und ihr könnt ja die anderen nicht lenken, also könnt ihr auch nicht mehr als euer Zeugs liken. Und auch kommentieren könnt ihr ja nicht so sehr viel. Und es wird wieder morgen, so. Jetzt müssen wir hier noch Fence Gates, nicht Fence Slabs, ne? Hier auch. So, hier können wir auch. Da kann man dann runter. Oh, ein 1 zu viel. Trotzdem Hintergründe für oben. So, und dann machen wir Tisch und Stuhl. Ich weiß nicht, das Kommode kann man auch machen. Ist das einfach nur Tisch? Ich will aber die normalen Tisch. Ich will jetzt hier nicht so exig. Drei normale Stühle haben Tisch und so. Ich will es einheitlich. Aber die Tische werden wir sicher mal noch herstellen. Wir werden das Let's Play unendlich machen. Es kommt immer neue Updates und so. Geil. Und ich hoffe, der Level-Mod wird auch sehr gut weitergemacht. So, das bauen wir nicht ab, das ist zu nah. Hier könnten wir auch bei. Geht relativ schnell. Später geht es extrem schnell. Ich hoffe, wir finden sehr schnell die beste Spitzhacke. Weil die ist so hart. Dann gibt es noch die Drills, die Bohrer. Die mag ich aber nicht, weil der Sound so extrem laut ist. Weiter. Runter. So. Bisschen wenig Steine hier. Aber hier ist gut. Hier ist noch eine Höhle. Okay.
kleines Löchchen. So, alles abbauen. Yeah. Sehr interessant und oh, bisschen Ironie am Morgen. Stört niemand. Ich weiß nicht, wie viel das wir brauchen. Schön viel. Wir können dann im zweiten Stock diese Küsswitten-Möbel hin tun. Es gibt, glaube ich, keine Sterntische. Das sieht wahrscheinlich auch nicht so schön aus. Ah, wir machen jedes Stockwerk anders. Das unterste machen wir dann immer speziell. Das hat jetzt mal noch Holz, dann Diamanten. Gibt es bei Diamantblöcke? Oh. So, irgendwer, das wird geil. Ja, diese Schleimis töten. So, Range des Hochmagic und Defensive. Ah, eine Kiste. Mit der Schnursenkel. Noch eine Truhe. Mit einem Blasrohr. Mit dem kann man Grassseeds erschießen. Und die findet man mit dem Blasrohr im Inventar. Von den Gräsern. Können wir noch einmal ausprobieren. Machen wir das mal nach oben. So. Machen wir mal noch mal Steine ab. Das tut gerade ein bisschen weh.
kein Schleim, nein. Das sind große. Die kleinen Schleimen geben sehr viel Gold. Das sind so Spezialgegner. Große Zinn. Ja, solches Zinn sammle ich jetzt mal alles, weil wir später dann Siegel und so herstellen können. Aus denen. Und viel mehr Schmuckgegenstände. Verzierungsgegenstände. Sind noch zwei. Aber noch keiner, aber der war einer. Das ist Tungsten. Jetzt müssen wir irgendwo hier nach links. Da gibt es nämlich noch Herze. Und dieses Geräusch, denke ich mir, ist ein Herzcontainer. Ah, hier ist sogar noch Lead. So. Ja. Nachher noch in eine andere Welt, wo man mal ein bisschen tiefer ins dunkle Gebiet. Wo die Rückwände aus Stein sind. So. Hier bauen wir hoch. So, wo ist das Herz da? Wasser sind dann nach links. So, und hier. Nix. Ein Kiementrank. Strahlentrank, okay. Ja, jetzt dachte ich, ich habe ein Herz gesehen. Das versuche ich jetzt nicht, das finden wir sowieso sehr viel in bestimmten Gebieten.
habe schon wieder eins. Und das ist die rote Farbe. Eine Wurzel. Ah nein, die orange Farbe. Was ist die rote Farbe eigentlich? Was steht dann? Ja, orange. Rot, das sind glaube ich die Schale, die Panzer von solchen Käfern. Oh, ein großer Lied. Wieder an der Oberfläche, also wieso ist die Musik jetzt von der Oberfläche? So. Wir gehen kurz raus und dann wieder rein. Jetzt können wir ein paar Sachen herstellen. Zuerst mal 10. Dann Lead. Wir machen mal den Helm als Lead. So. Sieht einfach am schönsten aus von den Helmen am Anfang. Den normalen Sachen. Jetzt könnten wir... Wir könnten mal mit einem Bogen angreifen. So. Jetzt ein bisschen Steinwände. Jetzt mal mit dem Bogen zuerst an. Wir haben Pfeil, ja. Ja, so geht der Bogen. Ist ein bisschen schwach, da am Netz setzen wir gerne ein. So, und wir haben Luft dazu bekommen. Also unter Wasser können wir länger sein. Und unter Lava, wenn wir eine Resistenz dran haben. Jetzt können wir hier die Saat einsammeln. Hier nehmen wir mal die Sonnenblume mit.
dies lassen wir. Und wenn die Corruption kommt, dann spät. Das haltet sie auf. Soweit ich weiß. Ob es immer noch so ist, weiß ich jetzt nicht. So, und jetzt machen wir mal Blast Reaction. Oh, das ist noch sehr gut. Bisschen langsam.